Hallo, mein Name ist Katrin Staufenbiel. Ich bin Referentin für Bildung und Personalentwicklung im Deutschen Turnerbund und möchte mit diesem Video das Projekt WeCoach DTB Trainerin 2026 vorstellen, welches eben in der Initiative Trainerinnen Sport Deutschland gefördert wurde. Und ja, da möchte ich euch einfach zeigen, Ihnen und euch, was wir gemacht haben und wo wir da aktuell stehen. Wir haben in dem Projekt zwei strategische Ziele. Nämlich einmal, dass wir die Trainerinnenbildung in einem partizipativen Verfahren reflektieren und neu ausrichten. Das heißt, hier ging es uns besonders darum, Trainerinnen und Trainer selbst zu fragen, was war gut an ihrer Ausbildung, an den Fortbildungsmaßnahmen, die sie besucht haben bei uns und was kann man noch weiter optimieren. Da ist uns besonders wichtig eben, dass der Hauptfokus lag auf den olympischen Spitzensportarten. Und da eben besonders B- und A-Lizenz, doch wir haben immer versucht, eben auch den Übergang zwischen C-, B- und A-Lizenz im Auge zu behalten. Und letztlich haben wir innerhalb des Projekts sogar auch die Weiterführung an die Trainerakademie uns angeschaut. Das strategische Ziel 2 war, dass wir ein Konzept für formale Mentoring-Tandems entwickeln und es in einer Pilotphase umsetzen. Im Rahmen dieses Ziels haben wir auch zwei Erklärvideos zu Mentoring entwickelt und diese Videos, da können wir gleich einmal kurz reinschauen. Die stehen auf jeden Fall jetzt schon zur Verfügung und können von anderen Vereinen oder Verbänden genutzt werden. Nun erstmal Fokus auf das strategische Ziel 1, Trainerinnenbildung in einem partizipativen Verfahren reflektieren und neu ausrichten. Was haben wir da gemacht? Wir haben letztes Jahr 2020 eine Ausbildungskommission Olympischer Spitzensport eingerichtet. Das gab es vorher noch nicht. Vorher war diese Ausbildungskommission Teil oder Ausbildungsthemen waren Teil der Wissenschaftskommission im Olympischen Spitzensport. Und da ist aber häufig, weil da eben auch viele andere Themen diskutiert wurden, nicht so intensiv zu einer Auseinandersetzung mit der Aus- und Fortbildung im Olympischen Spitzensport gekommen. Deswegen haben wir jetzt da ein neues Gremium einberufen und da war uns wichtig, dass da eben unser Sportdirektor teilnimmt, mehrere Bildungsverantwortliche aus dem DTB, also neben mir als Referentin für Bildung und Personalentwicklung mit dem Fokus Olympischer Spitzensport, zum Beispiel auch der Jens Mitzel, der bei uns Bildungsreferent ist und mit dem Fokus eben auf alle Lizenzen, aber eben auch Breitensport und viele Sportarten, die im Deutschen Turnerbund sind und eben insbesondere auch die C-Lizenz, die dann eben zur B- und A-Lizenz hinführen muss, soll, darf. Und ja, dann haben wir technische Komitees für die vier olympischen Sportarten, da jeweils auch Verantwortliche für den Bereich Aus- und Fortbildung, die sind eben mit dabei. Und wir haben für jede Spitzensportart, für jede olympische Spitzensportart eben auch einen Bundestrainer oder eine Bundestrainerin dabei in dieser Ausbildungskommission. Und diese Kommission haben wir eben letztes Jahr ins Leben gerufen und hatten da letztes Jahr drei Sitzungen und dieses Jahr bereits eine Sitzung. Und es ist eine sehr, sehr gute, sehr gut zusammengestellte Gruppe, wie ich finde. Wir arbeiten da sehr intensiv und sehr gut und wir können da eben auch davon profitieren, dass eben wir mehrere olympische Sportarten im Deutschen Turnerbund haben und dann eben auch die rhythmische Sportgymnastik von Gerätturnen lernen kann und Gerätturnen von Trampolinturnen und das klappt sehr gut. Darüber hinaus haben wir eben weitere Projekttreffen eben speziell zu diesem Projekt WeCoach DTB-Trainerin 2026 durchgeführt und da eben auch darüber nachgedacht, wie können wir diese Projektziele gut erreichen. Ja, darüber hinaus haben wir noch zwei weitere Maßnahmen genutzt, um eben die Trainerinnenbildung zu reflektieren und neu auszurichten. Zum einen haben wir eine 90-minütige Sitzung zur Reflexion und Erarbeitung neuer Einsätze für die Trainerinnenbildung in den vier Kadertrainerseminaren, die wir in den olympischen Sportarten haben, durchgeführt. Und darüber hinaus eben eine repräsentative Online-Umfrage zur Trainerinnenbildung unter allen Trainerinnen und Trainern mit A- oder B-Lizenz in den olympischen Sportarten des Deutschen Turnerbundes. Da hatten wir auch einen guten Rücklauf, also es haben 355 Trainerinnen und Trainer teilgenommen und man kann die Umfrage tatsächlich als repräsentativ bezeichnen, weil ungefähr 30% unserer Trainerinnen
einem Trainer entspricht. Und es haben eben Trainerinnen und Trainer aus allen vier Sportarten teilgenommen und eben auch ein guter Prozentsatz, 30% Trainerinnen und Trainer mit A-Lizenz. Da möchte ich jetzt kurz auf ein paar Ergebnisse eingehen. Also was wir nochmal auch ja, interessant und wichtig für Überlegungen, wie man die Trainer- Aus- und Fortbildung weiterentwickeln kann, gefunden haben, ist einfach zum Beispiel dieses Ergebnis, dass eigentlich von unseren Trainerinnen und Trainern eben mit B- und A-Lizenz rund 40% einer beruflichen Anstellung in Vollzeit nachgehen und nur 18% eben ausschließlich als Trainerin aktiv waren. Also rund 40% gehen einer beruflichen Anstellung in Vollzeit nach. Und ich finde, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen, wenn man die Trainer aus und Fortbildung weiterentwickeln möchte. Bei der Frage, wie zufrieden Sie insgesamt mit der Ausbildung zum A- oder B-Trainer, Trainerin im Deutschen Turnerbund waren, sind wir eigentlich schon, ja, war eigentlich eine ganz recht hohe Prozentzahl, rund 78% waren eher zufrieden oder sehr zufrieden und ja, nur weniger 15% eher unzufrieden oder sehr unzufrieden. Dennoch, natürlich gibt es immer ein Potenzial, sich weiterzuentwickeln und genau dafür war das ja gedacht. Und da haben wir auch nachgefragt, welche Aspekte eben der Ausbildung rückblickend besonders geholfen haben für Ihre Trainertätigkeit. Da wurden einmal eben genannt, dass es eben teilweise Ausbildungsinhalte gab, die praxisnäher waren, die mehr Bezug hatten zum tatsächlichen Alltag als Trainerin, Trainer. Dann wurde häufig genannt, ja, dass die Erfahrung der Ausbilder oder Referentinnen und Referenten wichtig ist oder das Beobachten von Trainings eben erfahrener Trainerinnen und Trainer, dass sie daraus viel gelernt haben. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Trainerinnen und Trainern und ja, Ausbildungsinhalte des fachübergreifenden Teils wurden auch mehrfach genannt. Fachübergreifender Teil heißt bei uns, dass wir eben einen Teil der Ausbildung haben, in dem alle vier olympischen Sportarten auch zusammen arbeiten, beispielsweise dann zu Themen wie Biomechanik oder Sportpsychologie. Und was ich da einfach nochmal wichtig finde, ist einfach dieser Fokus auf Erfahrungsaustausch mit anderen Trainerinnen und Trainern und eben auch das Beobachten von Trainings von erfahrenen Trainerinnen und Trainern oder anderer Vereine, dass das eigentlich viel wichtig, also sehr wichtig ist, dass man das berücksichtigt, dass genau da auf diese informelle Art und Weise sehr, sehr viel gelernt wird. Ja, was hat nicht gut gefallen, was hat Ihnen nicht gut gefallen zum Trainer A, B-Trainer Ausbildung? Da kam man auf, dass insgesamt zu wenig Praxis war, zu wenig eigene Beteiligung war notwendig während der Ausbildung und dass das viel einfach ein Konsumieren war und dass sie da eben gerade, was das Thema Hilfestellung in unseren Sportarten angeht, mehr ausprobieren wollten. Dann gab es auch Inhalte, die nicht direkt auf die Turnpraxis übertragen werden konnten. Also dass sie zum Beispiel sehr wissenschaftlich waren und eigentlich nicht dann direkt, dass sie den Transfer nicht direkt hinbekommen haben. Und auch, dass der Übergang zwischen C- und B-Lizenz für manche zu einfach und für andere zu schwer war. Das lässt sich eben dadurch erklären, dass im Deutschen Turnerbund es aktuell so ist, dass eben auf Landesebene, Landesturnverbände, dass da eben die C-Ausbildung stattfindet und im Deutschen Turnerbund dann die B-Ausbildung. Und da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir da diesen Übergang besser hinbekommen. Ja, der gleichen Befragung haben wir auch nach den Erfahrungen, Einstellungen und Wünschen zum Thema Mentoring gefragt, weil das ja das strategische Ziel 2 in diesem Projekt betroffen hat. Also wir haben gefragt, inwiefern stimmen Sie zu, dass Mentoring als Austauschmöglichkeit zwischen erfahrenen und weniger erfahrenen Trainerinnen eine gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung als Trainerin ist. Und da haben wir eben eine sehr, sehr hohe Zustimmung bekommen, dass das eben auch tatsächlich als sehr relevant gesehen wird. Ja, aus dieser Befragung, aber auch aus der Ausbildungskommission und den Kadertrainerseminaren haben wir dann im letzten Jahr bereits einige Veränderungen, sichtbare und deutliche Veränderungen im Ablauf und der Durchführung der Aus- und Fortbildung eingeführt oder geplant und die wurden eben auf Grundlage dieses
partizipativen Verfahrens entwickelt und jetzt für 2021 bereits umgesetzt. Mir so einen Eindruck zu geben, was haben wir jetzt 2021 bereits umgesetzt? Wir haben in unserem fachübergreifenden Teil, wo alle vier Sportarten zusammen sind, ein Wahlmodul eingeführt, weil eben wir gesagt haben, es muss auch mal die Möglichkeit geben, was auszuwählen. Es darf nicht alles vorgegeben sein. Und wir haben ja eben vier verschiedene Sportarten. Da sind natürlich Trainerinnen und Trainer dabei, die auch dann unterschiedliche Wünsche haben. Und da ist eine Möglichkeit einer Vertiefung zwischen Biomechanik und Sportpsychologie ab sofort möglich. Dann haben wir unsere Online-Phasen ausgebaut. Das heißt, dass wir jetzt vor den verschiedenen synchron stattfindenden Ausbildungsteilen eben ja, Blended Learning mehr Zeit haben, wo dann eben verschiedene Inhalte bereits über Videos und über ja, Quiz und verschiedene interaktive Möglichkeiten bereitstehen. Damit haben wir jetzt 2021 angefangen mit der B-Ausbildung und es soll dann fortgeführt werden. Gerade weil die Trainerinnen und Trainer gesagt haben, es wäre eigentlich mehr Praxis notwendig gewesen, haben wir eine Hospitation als verpflichtenden Teil der Ausbildung eingeführt. Das heißt, 30 Lerneinheiten in der B-Ausbildung müssen jetzt durch eine Hospitation abgedeckt werden in einem anderen Verein. Und ja, da sind wir sehr gespannt, was da an Erfahrung gesammelt wird, wie das gut ankommt. Aber bislang haben wir da nur sehr positive Rückmeldungen, weil es natürlich auch für ja, Turn-Talentschulen, für Vereine, die leistungsorientiert sind, auch eine gute Möglichkeit sein kann, Trainerinnen und Trainer kennenzulernen. Wir haben, um eben den Übergang zwischen C- und B-Lizenz zu verbessern, haben wir eine Selbsteinschätzung eingeführt vor Ausbildungsstart der B-Lizenz. Das heißt, wir haben in einem Dokument deutlich gemacht, was erwarten wir, was Sie schon können sollten vor der B-Ausbildung, ganz praktisch, und was wird dann in der B-Ausbildung auf Sie zukommen, sodass Sie dann selbst prüfen können, okay, bin ich den Herausforderungen gewappnet, bin ich da schon so weit, dass ich jetzt diese B-Ausbildung anfangen kann, und dass Sie dann eben das so für sich entscheiden können, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, mit der B-Ausbildung anzufangen. Und zwar an der Stelle einfach Transparenz wichtig. Und wir haben auch deutlich gemacht, gut, wer jetzt einfach das starten möchte mit der B-Ausbildung und dann hinterher das nicht abschließen kann, dann können wir immerhin sagen, okay, wir haben es am Anfang deutlich gemacht, was unsere Anforderungen sind. Wir haben auch mehr praktische Prüfungen eingeführt. Das war in den letzten Jahren war das nicht so der Fall, dass es eben auch eine praktische Prüfung gab in der B-Ausbildung, in der A-Lizenz bereits schon. Aber in der B-Ausbildung gab es da nicht in den letzten Jahren durchgängig überall eine praktische Prüfung. Und da haben wir eben nochmal geprüft oder überlegt, was könnten kompetenzorientierte Prüfverfahren da sein. Und da erproben wir Verschiedenes dieses Jahr. Und was den Bereich Fortbildung angeht, da haben wir experimentiert mit einer Online-Fortbildung, die Blended Learning war. Das heißt, die Online-Fortbildung ging über drei Abendveranstaltungen und zwischendurch gab es immer wieder Aufgaben, die die Teilnehmenden zwischendurch bearbeitet haben und dann uns eben ihre Ergebnisse eingereicht haben. Das war jetzt gerade in diesem März haben wir das durchgeführt und das war speziell für Trainerinnen und Trainer mit A-Lizenz über alle vier Sportarten hinweg und das Thema war Selbstführung und Führung und es ist sehr gut angekommen. Ja, strategische Ziel 2, Konzept für formale Mentoring-Tandems entwickeln und in einer Pilotphase umsetzen. Hier haben wir eben ein Konzept entwickelt für formale Mentoring-Tandems, haben da eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse uns angeschaut. Was ist wichtig für Mentoring? Was sind wichtige Eigenschaften von einem Mentor, von einer Mentorin, von einem Mentee? Was sind Unterschiede zwischen Mentoring und Coaching? Und haben das eben in ein Konzept einfließen lassen, haben dann eben mit ersten Mentoring-Tandems begonnen und Hauptfokus lag da in diesem Bereich eben in der Entwicklung von Erklärvideos zu Mentoring, sodass das Mentoring jetzt einfach zukünftig auch mehr und mehr Eingang finden kann, sowohl in unserer Aus- und Fortbildung als auch auf Landesebene und auch natürlich gerne von anderen Verbänden, Vereinen genutzt werden kann. Und wir nutzen es aktuell bereits an der Trainerakademie Köln. Da haben wir neben der Koordination im letzten Jahr vier
Mentoren eingeführt. Also einmal für unsere, jede unserer Sportart, geritten und weiblich, geritten und männlich, ESG und Trampolin, haben wir eine sehr erfahrene Trainerin, Trainer eingeführt, die da eben als Mentoren agieren für die Studierenden an der Trainerakademie, also für die DTB-Studierenden an der Trainerakademie. Und das Thema Mentoring ist auch eingegangen in unsere Online-Fortbildung, Selbstführung und Führung. Und wir prüfen halt, wie wir das in Zukunft noch weiter einbetten können. Aber dafür war uns wichtig, eben auch erstmal Erklärvideos zu erstellen. Und diese Erklärvideos, da gebe ich jetzt einen kurzen Einblick. Zum strategischen Ziel 2 haben wir eben zwei Erklärvideos zum Thema Mentoring erstellt. Und in dem ersten Erklärvideo geht es einfach um eine grundsätzliche Einführung in das Thema Mentoring, um auch wissenschaftliche Erkenntnisse aus verschiedenen Feldern, auch aus dem Sportkontext zu Mentoring. Es geht zum Beispiel um das Thema, welche Form des Mentorings gibt es eigentlich, oder auch um die Frage, ja, was ein guter Mentor, eine gute Mentorin mitbringen muss, damit es erfolgreich ist. Es stellt dar, welche Vorteile Mentoring für den Mentor, die Mentorin, für Mentee, für Mentees, aber auch für einen Verein, Verband mit sich bringen kann. Und ja, stellt dar, was vielleicht auch Unterschiede zwischen Coaching und Mentoring darstellt. Und eben auch erste Ideen, wie eben ein Mentoring in einem Verein, Verband integriert werden kann, wie ein Mentoring aber auch von einer einzelnen Trainerin, einem einzelnen Trainer selbst gestartet werden kann. In dem zweiten Erklärvideo, das geht dann darüber hinaus über das erste, weil das nämlich eine Art Schulung darstellen soll für Mentoren, Mentorinnen und Mentees, also das, was, also eine kleine Minischulung von einer Viertelstunde, ja, Mentorinnen und Mentoren auf diese Arbeit vorzubereiten. Und ja, da werden ganz konkrete Hinweise gegeben, wie kann ich mich als Mentorin auf ein Mentoring vorbereiten, wie kann ich mich als Mentee auf ein Mentoring vorbereiten. Und es werden ganz konkrete Situationen dargestellt, die vielleicht problematisch sein können in einem Mentoring. Also auf der linken Seite des Bildes stellt jetzt beispielsweise die Situation dar, dass eine Mentorin sich fragt, okay, was ist eigentlich los mit meinem Mentee, die meldet sich irgendwie gar nicht, und wie kann man denn damit professionell umgehen? Oder die andere Situation, die in dem Bild rechts dargestellt ist, dass irgendwie im Laufe des Mentoring festgestellt wird, irgendwie stimmt die Chemie doch nicht zwischen uns, irgendwie passt es doch nicht gut, passen wir doch nicht gut zusammen. Wie kann man dann mit dieser Situation gut umgehen? Also das ist eine kleine, kompakte Schulung, die dann eben als erste kleine Starthilfe in einen Mentoring-Prozess genutzt werden kann. Ja, diese beiden Videos werden wir im DTB jetzt weiter nutzen in verschiedenen Bereichen, aber natürlich sind diese Videos auch für andere Verbände nutzbar. Wer daran Interesse hat, freuen wir uns auch über Feedback dazu und freuen uns über weitere Verbreitung. Was sind jetzt insgesamt unsere Learnings aus dem Projekt WeCoach? Also wir haben versucht, Trainerinnen und Trainer auf unterschiedliche Arten in den Projektverlauf einzubinden und haben es immer wieder neu eruiert und angepasst. Wir haben natürlich von vornherein geplant, dass wir eben zum Beispiel die Kadertrainer in Kadertrainerseminaren einbeziehen, dass wir eine Online-Befragung durchführen. Was wir nicht geplant hatten, war zum Beispiel, dass wir jetzt noch 3, 4 Trainerinnen und Trainer mit ins Boot geholt haben, die über Honorarverträge jetzt mitwirken in der Erstellung von konkreten Lehrmaterial, was sich jetzt eben, was in den nächsten Monaten noch erstellt wird, um eben die Traineraus- und Fortbildung noch weiterzuentwickeln. Das ist tatsächlich etwas, was wir im Laufe des Prozesses nochmal als zusätzliche Möglichkeit oder als zusätzliche, ja, Chance gesehen haben, dass wir hier Trainerinnen und Trainer auch ganz konkret über Honorarverträge, nicht irgendwie ehrenamtlich, sondern über Honorarverträge einbeziehen. Und natürlich auch die Ausbildungskommission ist bei uns so gewählt, dass eben jeder aus jeder Sportart eben ein Bundestrainer, eine Bundestrainerin mit dabei ist. Also dass nicht irgendwie andere Personen über die Bildung entscheiden, sondern da eben auch die Bundestrainer dran mitreden. Quick Wins, also wir haben versucht, möglichst schnell eben die Veränderungen oder Ideen für Veränderungen auch wirklich umzusetzen und auszuprobieren. Das war nochmal so ein Learning, dass man nicht alles bis zum Schluss durchgedacht haben muss,
sondern dass man einfach mal was machen kann und natürlich dann auch was ausprobieren kann und dann vielleicht gucken kann, okay, wollen wir wirklich das so weiterführen oder auch verändern? Das ist einfach auch ein gewisser Mut zum Ausprobieren. Ich denke, das ist auch durch das Corona-Jahr ein bisschen noch gestärkt worden, dass man einfach Dinge ausprobiert, Online-Dinge ausprobiert, aber auch ja, verschiedene Methoden, Maßnahmen ausprobiert und dann eben ja, prüft, inwieweit man in die Richtung weitergeht oder inwiefern das nicht so hilfreich war. Wir haben das, wussten, dass Mentoring ein wichtiges Feld sein kann und deswegen hatten wir dieses Projekt ja auch so aufgesetzt. Bei der genaueren, tieferen Auseinandersetzung ja, haben wir das auch noch mehr gemerkt und sind jetzt sehr froh, dass wir jetzt mit diesen Videos da schöne Endprodukte haben eigentlich von unserer Arbeit. Und da merkt man oder hoffen wir, dass wir da durch auf jeden Fall in den nächsten Jahren das Thema Mentoring auf unterschiedliche Weise weiter einführen können in unsere Arbeit mit Trainerinnen und Trainern im Sinne der Personalentwicklung. Ja, ein weiteres Learning war, dass es eine sehr gute Projektbegleitung war, aber dass es natürlich auch immer Zusatzarbeit war. Das war auf jeden Fall hilfreich. Ja, ich fand es aufgrund von Corona manchmal nicht ganz so leicht, die Anforderungen neben den eigenen Zielen, die man sich gesetzt hat im Projekt, noch die Ziele von der Projektbegleitung immer im Auge zu behalten. Da danke ich aber sehr der Projektbegleitung, dass da auch dann ja, sehr wieder einfach im offenen, konstruktiven Austausch waren und es einfach auch berücksichtigt wurde, dass es schon ein sehr besonderes Jahr war, in dem jetzt dieses Projekt stattfinden sollte und dass wir das trotzdem eben ganz gut hinbekommen haben. Und ich habe mich da nie so gefühlt, als hätte ich irgendwie einen erhobenen Zeigefinger vom DOSB bekommen, sondern eher so wirklich als Unterstützung und dafür bin ich sehr dankbar. Ja, als weiteres Learning, wenn man sich jetzt einfach nochmal die Ziele von Trainerin Sport Deutschland vor Augen führt, müssen wir einfach sagen, dass ich denke, durch die vielen Projekte, die wir angestoßen haben, sind wirklich tolle Dinge entstanden und viele Dinge angestoßen worden. Grundsätzlich müssen natürlich auch sportpolitische Entscheidungen her, also dass wir einfach nicht vergessen, dass die Rahmenbedingungen für Trainerinnen und Trainer durch solche Projekte verbessert werden können, aber dass natürlich auch auf anderen Ebenen daran weitergearbeitet werden muss. Und ich denke, das darf man auch bei allen Feierlichkeiten rund um die erfolgreichen Projekte nicht vergessen und sollten wir alle gemeinsam im Auge behalten, dass wir Trainerinnen und Trainer auch tatsächlich weiter unterstützen, dass sich die Arbeitssituation noch weiter verbessert. Ja, das war es von meiner Seite zum Projekt WeCoach. DTB-Trainerin 2026 und ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für die Unterstützung, die wir durch das Projekt, ja, dass wir dieses Projekt durchführen konnten und ich möchte mich bedanken für die Projektbegleitung. Wie ich gerade schon sagte, habe ich das als sehr, sehr hilfreich erlebt und ja, unsere Mentoring-Videos sind bereits online verfügbar für jeden frei. Anzuschauen, für jeden frei nutzbar und da freue ich mich auf jeden Fall über Austausch insgesamt zu unserem Projekt, aber auch zu den Erklärvideos. Da können wir auch gerne in den Austausch gehen und ja, schauen, was wir in Zukunft gemeinsam weiterentwickeln. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die anderen Projekte und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und sage einfach mal bis bald.